Also im letzten Clip haben wir uns ja angesehen, wie einfache Abfragen funktionieren und wie sie aussehen können und wie man durch Konkordanzen blättert, die mehr Treffer haben, als das Fenster anzeigen kann. In diesem Clip soll es darum gehen, wie man Abfragen speichern kann und wie man sich dann gespeicherte Abfragen wieder anzeigen lassen kann. Also so eine Art Abfragenverwaltung innerhalb von CQP. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Suchanfrage habe nach dem Wort Fantastic, die hatte ja 42 Treffer, und ich verlasse diese Konkordanz wieder mit Q und entscheide mich dann aber doch nochmal reinzugucken in die Konkordanz und durchzublättern und so weiter, dann stellt sich die Frage, wie kann ich denn nochmal auf diese Suchanfrage zugreifen? Natürlich könnte ich einerseits die Anfrage einfach nochmal stellen, indem ich nochmal Fantastic eingebe und die Enter-Taste drücke. Das ist mit so einer einfachen Anfrage natürlich nicht so wahnsinnig schwierig, aber später, wenn unsere Anfragen und Suchmuster deutlich komplexer werden, kann es etwas umständlich sein, wenn ich jedes Mal die Anfrage neu eingeben muss. Der elegantere Weg ist, die letzte Suchanfrage nochmal anzeigen zu lassen. Und da machen wir uns zunutze, dass jede Suchanfrage erstmal zwischengespeichert wird, und zwar in einer Variablen. So Variablen kann man sich ein bisschen vorstellen wie Schubladen, und die Schublade für die aktuelle Anfrage heißt Last. Das heißt, dass die jeweils aktuelle Suchanfrage in dieser Schublade gespeichert ist. Und um sich den Inhalt einer solchen Variablen oder Schublade nochmal anzeigen zu lassen, verwenden wir den Befehl cat. Das ist ein Standard-Unix-Befehl, um sich Inhalte von Dateien oder Elementen nochmal anzeigen zu lassen. Und als Argument des Befehls cat brauchen wir den Namen der Variablen, die wir uns nochmal anzeigen lassen möchten. Und in diesem Fall ist es ja der Inhalt der Variablen last. Also gebe ich den hier als Argument ein, und wichtig ist hier auch die Groß- und Kleinschreibung, denn die Variable last ist vordefiniert in CQP. Und wenn ich jetzt die Enter-Taste drücke, dann wird mir die letzte Anfrage wieder angezeigt. Das sah jetzt nicht so aus, als wäre wirklich was passiert, aber Sie sehen, dass jetzt hier wieder die Konkordanzansicht ist und ich jetzt hier durch die Anzeige blättern kann, ohne dass ich die Anfrage nochmal neu gestellt hätte. So, ganz allgemein gesprochen werden wir mit dieser Variablen last relativ häufig arbeiten, denn sie wird auch verwendet, wenn wir uns Treffer auszählen lassen oder wenn wir die Konkordanz sortieren oder wenn wir die Konkordanz exportieren. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass der Inhalt dieser Variablen last mit jeder neuen Anfrage überschrieben wird. Das heißt, wenn ich jetzt nach Fabulous suche, dann bekomme ich diese 12 Treffer für das Suchmuster. Und wenn ich jetzt sage cat last und die Enter-Taste drücke, dann wird mir jetzt natürlich der Inhalt dieser Anfrage angezeigt, und der Inhalt der Anfrage zu Fantastic wurde ja überschrieben. Nun kann es natürlich sein, dass ich in einer Sitzung mehrere Abfragen mache und diese Abfragen auch speichern möchte, und das kann ich tun, indem ich den Inhalt der Variablen last in eine andere Variable schiebe oder kopiere, bevor ich eine neue Anfrage stelle und die wieder überschrieben wird. Also angenommen, ich möchte den Inhalt der Abfrage für Fabulous, die ja noch im Zwischenspeicher gespeichert ist, einer Variablen zuweisen, die Fabulous heißt. Dann kann ich das tun, indem ich sage, Fabulous ist gleich last. Und das heißt so viel wie, kopiere den Inhalt der Schublade last in eine Schublade mit dem Namen Fabulous. Ich drücke Enter. Und da scheint nicht viel passiert zu sein, denn diese Zuweisung passiert im Hintergrund. Wenn ich wissen möchte, welche Variablen ich schon gespeichert habe, dann kann ich mir die Übersicht anzeigen lassen. Und dazu verwenden wir einen Befehl, den wir auch schon kennen, nämlich den Show-Befehl. Und statt Show Corpora können wir jetzt hier eingeben Show Queries. Und das zeigt mir jetzt eine Übersicht an der gespeicherten Abfragen. Da steht jetzt noch nicht so viel drin. Es ist einmal die Variable Fabulous, die wir gerade gespeichert haben, sowie der Inhalt der Variablen last aus dem Zwischenspeicher. So interessant wird es natürlich, wenn ich das mehrfach mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Abfrage für Fantastic, die kann ich mir jetzt auch in eine Variable speichern und die nenne ich sinnigerweise Fantastic. Drücke Enter und kann mir diese Namen auch anzeigen lassen, indem ich eingebe Show Queries. Jetzt sehen wir in der Übersicht drei Variablen, nämlich Fantastic, die wir gerade zugewiesen haben, die ist 42 Treffer groß, Fabulous, die wir vorhin gespeichert haben, 12 Treffer groß, und Last, das ist logischerweise der Zwischenspeicher von Fantastic, weil wir das ja gerade zugewiesen haben. Und aus dieser Liste kann ich mir jetzt auch, genauso wie wir es mit cat last getan haben, kann ich mir jetzt auch gespeicherte Suchanfragen wieder ausgeben lassen. Also angenommen, ich möchte die Abfrage für Fabulous nochmal sehen,
dann gebe ich das so ein, wie es gespeichert ist. Also drucke mir auf den Bildschirm den Inhalt der Variablen Fabulous. Drücke Enter und sehe dann die Ergebnisliste für Fabulous. Man kann für diese Variablen jeden beliebigen Namen verwenden, solange dieser Name nicht CQP vordefiniert ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Namen verwenden würde, der ein Befehl ist in CQP, der also eine Spezialverwendung hat, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Und das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, wenn ich den Zwischenspeicher einer Variablen Count zuweisen wollen würde. Dann bekomme ich die Fehlermeldung, weil Count ein Befehl ist, um sich Konkordanzen auszählen zu lassen. Wie das funktioniert, das werden wir in einem späteren Tutorial mal sehen. Aber eigentlich kann ich das Spielchen jetzt beliebig weiterführen. Ich kann natürlich eine Abfrage, wie hier jetzt für House, einer Variablen Building zuweisen. Das spielt also keine Rolle. Das muss lediglich für Sie irgendwie ersichtlich sein, dass Sie es hinterher noch zuweisen können. Und wenn ich mir das anzeigen lasse, dann sehe ich jetzt auch, dass diese Variable der Liste hinzugefügt wurde mit dem entsprechenden Ergebnis. An dieser Stelle ist jetzt noch wichtig zu erwähnen, dass die so gespeicherten Suchanfragen nur für die jeweils aktuelle CQP-Sitzung gespeichert sind. Das heißt, wenn Sie das Programm verlassen oder die Verbindung zum Server getrennt wird, sind auch diese gespeicherten Anfragen gelöscht. Das heißt, hier wäre der Rat auf jeden Fall, wenn Sie eine Anfrage dauerhaft behalten möchten, dass Sie die Anfrage exportieren, bevor Sie das Programm verlassen. Und wie das funktioniert, das sehen wir ja auch in einem späteren Tutorial.